Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als Maskottchen, ab sofort immer mit dabei, weil mein lieber Fan einen Mr. T geschenkt hat, bekannt als Mr. T. Heute zum Thema Crash-Diäten. Crash-Diäten gibt es schon ganz, ganz lange. Es gibt es schon so lange, wie Menschen versuchen, Gewicht zu reduzieren, wie Menschen eine gewisse Zeit lang nicht in der Lage sind, ihr Essverhalten in den Griff zu haben. Entsprechend dessen natürlich zu viel passive Körpermasse anlegen. Passive Körpermasse, auch im Klartext Deutsch, zu viel Fett, und zwar rosa-rotes Speicherfett, sogenanntes Fett, was sich in der Regel im Abdominal, um den Abdominalbereich, Bauchbereich ansammelt, bei der Frau auch oft um die Hüfte. Und seit es Menschen gibt, die natürlich sagen, das gefällt mir nicht, und seit es natürlich eben Idealvorstellungen gibt von Menschen, seitdem gibt es natürlich auch Crash-Diäten. Was ist die Crash-Diät? Die Crash-Diät ist nichts anderes wie völliger Unsinn, aus einem ganz einfachen Grund. Es wird hier innerhalb von relativ kurzer Zeit die Kalorienmenge und auch die Essstruktur komplett geändert. Das bedeutet, Menschen essen wahllos in sich rein, ohne irgendwelche Struktur. Sie essen, wann sie Lust haben, sie essen, was sie Lust haben, und sie essen in der Regel natürlich auch nichts Gesundes. Dann kommt die Idee, ja, jetzt müssen wir aber ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell Gewicht verlieren, weil wir ja in 2 oder 3 Wochen in den Urlaub gehen. Und da möchten wir natürlich gut aussehen. Und dann werden hier die allerwitzigsten Dinge gemacht, wie irgendwelche Pulvercrash-Diäten, wie irgendwelche Kohlsuppendiäten, wie irgendwelche Kügelchen-Diäten. Und die werden natürlich 2, 3 Wochen gemacht. Und das bedeutet, vorher zum Beispiel der Durchschnittsesser, Mischung männlich-weiblich, 1,75 Meter groß, keine große schwere körperliche Tätigkeit, so um die 2500 bis 3000 Kalorien in einer Strukturierung mit 70% zugelassigen Nährmitteln, 15% Fett und 15% proteinlastigen Lebensmittelnährmitteln. So, der stellt um auf klar 700, 800, 900 Kalorien. Er trinkt dreimal am Tag ein Trinkchen oder isst normal ein Frühstück und isst, trinkt danach nur noch Shakes und reduziert natürlich da innerhalb der ersten 2, 3 Wochen Gewicht. Er freut sich, weil das Gewicht auf der Waage weniger wird, weil die Waage weniger Gewicht anzeigt. Die Waage, die stinknormale Waage, die stinknormale Gewichtswaage, die zeigt natürlich nur an, dass wir Gewicht verloren haben. Die zeigt aber nicht, was wurde verloren. Wurde Fett verloren? Wurde hier Wasser verloren? Wurde Muskelmasse abgebaut? Zeigt sie nicht. Sie zeigt nur einen reinen Gewichtsverlust. Und der normale Mensch, der mit seiner Crash-Diät sich bestraft, der ist ja auch nur auf einen reinen Gewichtsverlust auf. So, und dann reduziert er zum Beispiel in den 3 Wochen 5 Kilo, glaube ich, freut sich, dass die Hosen wieder passen. Und fahrt dann natürlich jauchzend fröhlich in den Urlaub, und in dem Urlaub ist all inklusive. Und was passiert? Der Organismus hat sich natürlich durch die Crash-Diät innerhalb von relativ kurzer Zeit auf die 800 bis 1000, teilweise sogar bis 500 Kalorien angepasst. Er hat erlernt, ein Stück weit mit dieser weniger Energie zu haushalten. Der Gewichtsverlust bestand in den ersten Tagen, sogar vielleicht in der ersten Woche, aus einer fast grundsätzlichen reinen Wasserreduktion. Da wurde Wasser abgebaut, die Glykogenlager, die Zuckerlager, der speicherte Zucker im Muskel und in der Leber wurde abgebaut. Somit gehen schon mal 2, 3 Kilo verloren. Dann wurde der Darm komplett entleert. Da ist auch nochmal Wasser drin und auch restlich Material. Somit sind da schon mal manchmal 2, 3 Kilo, teilweise je nach Ausgang sogar 4 Kilo weg. Und es war nicht viel Fett mit dabei, minimal körpereigenes Fett, weil dieses Fett muss ja erstmal verbrannt und verarbeitet werden, aus der Fettzelle gelöst werden. Und sie kommen dann im Urlaub an. All you can eat. Sie haben 3 Wochen lang gehungert, und zwar gnadenlos gehungert. So, dann geht es vielleicht noch 1, 2 Tage gut, so bis die ersten Urlaubsfotos gemacht sind, das neue Weißmittel hat. Jawohl, mein Vorhaben war von Erfolg gekrönt. Und dann geht's los. Klar, Heißhunger, da wird natürlich die Tafel leer geputzt. All you can eat, da steht alles Mögliche um alle möglichen Lebensmittel, Nährmittelsünden, und die werden sich reingeklopft. Der Organismus hat sich in den ersten 3 Wochen arrangiert mit 800, 1500 Kalorien. Und jetzt auf einmal kommen 3000, teilweise sogar noch mehr. Und
Es kommt dazu, dass die meisten ja in dieser Urlaubszeit auch noch Alkohol trinken, was sie sonst auch weniger machen, wenn sie den ganzen Tag Zeit haben. Aus Langeweile Cocktails schlürfen, mit Orangensaft, mit süßen Sachen drin, mit Alkohol, der ja auch aus Zucker besteht. Und dann kommt noch dazu, den ganzen Tag inaktiv, am Pool, höchstens mal die Liege von rechts nach links tragen oder vielleicht einfach mal ein bisschen mehr zur Sonne drehen. Ja. Und dann stellt sich's raus, hola die Waldfee, wir kommen zurück vom Urlaub und wir hatten Ausgangsgewicht vor der 3 Wochen Crash-Diät 80 Kilo, dann hatten wir 75 Kilo und wir kommen vom Urlaub zurück und haben 82 Kilo. Das war ein sogenanntes Eigentor, weil der Körper natürlich nach so einem stressigen Notzustand, was ihm natürlich simuliert, dass er hungern muss und dass er sich schützen muss und dass er eventuell, wenn so weitergeht, das Zeitliche segnet, dass er noch ein größeres Depot anlegen muss, ein größeres Fettdepot, falls wieder so eine Hungerfastenzeit kommt, damit er sich da noch länger über Wasser halten kann. Und das war's. Und genau aus diesen Gründen macht es überhaupt keinen Sinn, so eine kurzfristige Maßnahme zu ergreifen, sondern wenn überhaupt, dann ganz klar langfristige Maßnahmen, Ernährungsumstellung, dann ganz klar eben keine 2 Wochen vom Urlaub, sondern eben ein Vierteljahr vom Urlaub, Step by Step die ganze Sache umstellen und siehe da, innerhalb von recht kurzer Zeit schafft man es, dass man seinen Stoffwechsel nicht ruiniert. Nicht ruiniert, weil das Ruinieren ist relativ einfach. Genau aus diesen Gründen eine gute und eine tolle Empfehlung von mir. Keine Crash-Diäten, no way, sondern eine gesunde Ernährungsumstellung auf Dauer. Und wenn man mal kurzfristig so eine Crash-Diät aus irgendwelchen Gründen machen sollte, dann muss man danach auf eine gesunde Ernährung umstellen. Noch was, ich empfehle keine Crash-Diät. Nur wer es macht, muss danach sofort nach Erreichen des Gewichtes, was er sich vorstellt, sofort auf eine gesunde Ernährung stellen, weil sonst kommt er. Er kommt, und zwar genau derjenige, was noch mehr Fett anlegt wie davor. Das war's schon, Andreas Wienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, alias Mr. T zum Thema Crash-Diäten. Falsch rum.